Sarah surft im Internet und schaut sich bei einem Buchversand die neuesten Romane an. Für die Werbeindustrie eine gute Gelegenheit, etwas über ihre Vorlieben zu erfahren. Dazu hat die Werbeindustrie ein weit verzweigtes Spionagesystem im Internet aufgebaut. Was dabei passiert, versteht man am besten, wenn man der virtuellen Welt des Computers ein reales Gesicht gibt. Wenn Sarah zum Beispiel auf der Webseite des Buchshops surft, bewegt sie sich quasi in einem Buchladen. Dort bleibt sie jedoch nicht unbemerkt. Die Werbeindustrie schickt einen Spion. Der begleitet Sarah bei ihrem Besuch. Wenn sie sich ein Buch ansieht, wird das vom Spion registriert. Er erstellt eine kleine elektronische Notiz, ein sogenanntes Cookie. Und das passiert mit jedem Buch, das Sarah sich ansieht. Für jedes Buch setzt der Spion eine weitere Notiz, ein weiteres Cookie. Die Werbeindustrie will damit im Laufe der Zeit herausbekommen, was Sarah gerne liest. Und natürlich geht der Spion auch mit zur Kasse. Denn aus dem, was Sarah tatsächlich einkauft, kann man Rückschlüsse auf ihr Kaufverhalten ziehen. An ihrem Computer bekommt Sarah von all dem nichts mit. Die Cookies sind hier kleine Textdateien, die von der Werbeindustrie auf ihrer Festplatte gespeichert werden. Schnell kommen mehrere hundert Cookies zusammen. Der Spion lauert in fast jedem Online-Shop. Denn die Werbeindustrie, die hinter der ganzen Spionage steckt, hat mit den Betreibern der Webseiten einen Vertrag zum Schnüffeln geschlossen. Wo immer Sarah im Netz auf den Spion trifft, registriert er genau, wann und wo sie welches Produkt angesehen oder gekauft hat. Sogar was Sarah in einer Online-Zeitung liest, notiert der Spion. Die Liste der Cookies wird länger und länger. Und es bleibt nicht beim Sammeln der Informationen. Die Cookies werden auch vom Spion ausgewertet. Dazu wird jedes Cookie in einer Art Sortiermaschine verschiedenen Kategorien zugeordnet. Zum Beispiel weisen Stöckelschuhe eher auf eine weibliche Person hin. Der Bewerbungsratgeber deutet auf eine junge Person und die Radlerhose auf Sportlichkeit. Auf diese Weise entsteht ein Profil von Sarah. Mit jedem Cookie wird es deutlicher. Sie ist offenbar eine Frau, zwischen 20 und 30 Jahre alt, gebildet, sportlich, gerne draußen, hat mindestens ein Kind und kocht gerne. Dieses Profil wird natürlich nicht nur von Sarah erstellt, sondern von allen Nutzern. Sarah wird dann der Gruppe von Personen zugeordnet, die ihr am ähnlichsten sind. Der Clou? Sarahs Profil kann jetzt mit dem entsprechenden Gruppenprofil verglichen werden. Und es kann eine Prognose über ihr zukünftiges Kaufverhalten gemacht werden. Sarah hat zum Beispiel, genau wie der Rest der Gruppe, ein Sommerkleid gekauft und sich Fahrräder angesehen. Und alle Frauen, die das gemacht haben, haben bisher auch großes Interesse an Fahrradhelmen gezeigt. Wäre das also nicht auch etwas für Sarah? Bei ihrem nächsten Besuch einer Bücherwebseite erscheint dann wie zufällig die Werbung für einen Fahrradhelm. Sarah ist begeistert. Darum wollte sie sich ja schon lange einmal kümmern. Sie überlegt nicht lange und nutzt die scheinbar zufällige Gelegenheit für einen spontanen Kauf. Tatsächlich hat sie sich ausspionieren lassen und ist berechenbar geworden.